Sehr geehrte Damen und Herren, wir begrüßen Sie auf der Fahrt von Wiesbaden nach Frankfurt Hauptbahnhof in der Vias Rheingau-Linie. Ich freue mich sehr, dass Sie alle gekommen sind. Viel Spaß! Ihr seid jetzt alle voller Freude. Theater Anders ist ein Paradies. Ein Paradies mit Leuten, die unterschiedlich sind, die auch was haben, was andere Leute nicht haben. Aber sie sind so, wie sie sind. Und ich mag alle so, wie sie sind. Ob sie lustig sind, ob sie traurig sind, ob sie Probleme haben, egal was ist, sie sind einfach cool. Das ist auch mal gut, in einer anderen Rolle zu spielen, wie ein Sekretär vom Bürgermeister zum Beispiel. Oder mal ein Chef oder sonst was. Aber es soll nicht nur immer Chef sein. Woher kommen die Ideen? Also die Idee von uns selber, wir sind Theater, Schauspieler und wir suchen alles selber aus, die Stücke selber und wir proben danach. Für mich ist Theater Anders pures Abenteuer und Überraschung. Immer wieder Überraschung. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch, bitte. Nein. Nein. Bitte lass mich da hingehen. Bitte komm. Nö. Bitte. Oh, Gott. Nö. Bitte. Nö. Bitte. Nö. Nö. Jetzt werde ich mal doch. Okay, ja. Ja, super. Leon, Barbara, super. Guck mal, die denken dran. Präsentiert euch. Stopp. Taschenkontrolle und Ausweise, bitte. Taschenkontrolle, Ausweise. Taschenkontrolle, Ausweise, bitte. Theater Anders ist für mich ein Ort, wo ich immer viel Spaß habe, wo was zu lachen gibt und dass viel applaudiert wird bei den Proben und bei der Aufführung und Aufregung und allem drum dran, was dazugehört. Ich habe gehört, du hast Stress mit deiner Freundin, ist das richtig? Richtig. Das klingt gut. Ich habe auch Stress mit meinem Chef. Ich brauche Kohle, ich habe keine mehr und sitzen auf der Straße. Du kannst mir helfen, indem du deine Freundin entführst und mir das Lösegeld vorbeibringst. Würdest du das machen? Ich wäre dir sehr dankbar dafür. Danke, grazie und was weiß ich. Wir atmen ganz tief ein und aus. Und lassen alles locker. Dann recken und strecken wir uns. Und dass wieder unsere alten Sinne zusammenkommen. Und dann
sind wir hoffentlich frisch und ausgeruht. Ich finde, die Gruppe ist wirklich super, sehr lustig und es macht sehr viel Spaß, sich auch auszuprobieren oder auch in verschiedene Rollen zu schlüpfen. Und es ist immer wieder schön, auch wenn wir hier alle beisammen sind. Jetzt haben wir alles schon gesehen, aber noch keinen Superstar hier gehabt, oder? Okay, ich meine nicht Miss. Aber vielleicht kennt ihr den alle. Ich sag mal einfach den Namen. Peter Maffay. Danke, Zwutzi. Wenn das Kinder bleiben, sagen, ich nicht das Wirken, so spät. Was ich an Theater anders liebe, ist, dass wir alle zusammen etwas unternehmen und spielen. Luna, mein Schätzchen, wach auf! Mama, bist du das? Ja, ich bin's, meine Süße. Wo bist du denn? Ich bin hier oben auf meiner Wolke. Komm. Weiter. Meine Güte. Schneller als Samstags. Stellen Sie sich nicht so an. Ja, Theater anders ist für mich eintauchen in eine andere Welt, in dem man Rollen spielen kann, mit Gleichgesinnten fröhlich zusammen sein kann. Zu Theater anders sage ich, wir leben alle unsere unerreichbaren und erreichbaren Wünsche, entwickeln unsere Stücke, erforschen durch die Eigen- und Fremdwahrnehmung, leben und bewegen uns schließlich selbstbewusst auf den Brettern, die die Welt bedeuten. La pose du héros. Ich mag Theater anders, das macht mir Spaß und das hat mich selbstbewusster gemacht und ich komme gerne hierher. Hallo Max, haben wir ein Problem oder was wird die tun? Mein Baby schreit abends immer so tierisch schrecklich, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Und was vermuten Sie selber, was das Problem sein könnte? Zahnschmerzen. Theater anders ist was ganz Besonderes für mich. Mit Freude, mit Leben, mit den Menschen zusammen sein, viel Theater spielen, was Schönes erleben. Was ist denn das da vorne? Steigen Sie ein zu seiner Verspätung. Wo wollen Sie nach Bingen? Ja, der fährt nach Frankfurt. Da sind Sie falsch. Wir müssen uns jetzt konzentrieren. Lach mal. Das ist abgelaufen, das geht nicht. Sie müssen das nächste Mal eine richtige Fahrkarte dabei haben.
Sie müssen das nächste Mal eine richtige Fahrkarte dabei haben. Nein, das geht nicht. Ich hab gesehen, dass ich abgelaufen bin, aber ich wollte keine Uhr kaufen. Ja, aber das interessiert mich gar nicht. Ja, wir sind halt jetzt. Und was macht der Herr? Wer raucht? Ja, mir egal, ich rauche gerne. Das interessiert mich nicht. Ja, ich habe Fantasie im Kopf und das mache ich gerade immer und da spiele ich immer meine Rolle, ich mache mal Ding machen. Der Landschaft ist cool, super, super cool, er ist der Hammer. Der Hammer. Er ist der Hammer. Mensch, ich habe schon einiges mit der Gruppe durchgemacht. Aber ein Auftritt hier im Landtag, das war das Geilste, was ich bisher mit der geilsten Theatergruppe der Welt erlebt habe. Vielen Dank. Zusammenhalt finde ich klasse und unsere Stücke sind natürlich wunderbar und ich bin seit 3 Jahren schon dabei und es gefällt mir immer noch gut. Ich freue mich auf jeden Montag und es tut mir gut, in dieser Gruppe zu sein. Ja, es war doch sehr schön und es war für mich auch das erste Mal dabei zu sein und sehr interessant auch. Und man merkt mal auch die ganze Aufregung, immer super viel Vorbereitung und es fällt dann immer wie so ein Stein ab, wenn dann alles geschafft ist. Aber super. Wir sind alle verschieden, oder sagen wir, wir sind alle anders. Ja. Und das ist die schöne Geschichte dabei. Und wenn man eine Zeit lang da dabei ist, sieht man auch, wie sich das Ganze entwickelt, wie sich die Mitspieler entwickeln. Wir starten! Das sind alles Sachen, die freut einem. Und das sind alles Produkte unserer Zusammenarbeit. Und das ist schön. Denn da wird was bewirkt. Nicht nur Theater spielen, sondern wir werden uns auch menschlich festigen wir uns. Und das ist ein großer Vorteil von Theater anders. Und ich hoffe, dass das noch lange so bleibt. Ich war mit auf den Zukunft mit dieser Truppe. Danke. Thank you.